Jetzt brauche ich eine Sicherheitsfreigabe für das Blumen-Spiel. Was ich auch mache, Blumen ist im Spiel. Da läuft doch irgendwas, und zwar weit mehr als nur das CTOS. Hoffentlich weiß T-Bone, was er da tut. Okay, bin in Position. Was ist jetzt mit diesen Helikoptern? Wart erstmal ab. Los, verliere nicht. Oh Mann. Okay, diesmal nehme ich das Rote. Ich darf ihn nicht verlieren. Das ist gar nicht einfach. Boah. Jetzt darf ich hier diesem Heli hinterherjagen. Egal. Einfach auf den Straßen bleiben. Boah, die Sonne blendet. Okay, nur keinen Fehler machen, nur keinen Fehler machen. Fuck! Das sieht ja ultra geil aus. Egal, jetzt konzentrieren auf Fahren. Oh. Gibt es denn ein Ziel hier? Ja, ich will wissen, wo ihr hinfliegt. Und das hilft uns, weil... Alles Routine. Blume ändert jeden Tag das Sicherheitsprotokoll. Und der Vogel bringt die aktuellen Anweisungen rüber nach Borny. Dann wird uns also der Helikopter direkt zum Sicherheit schaffen. Der Groschen. Ich hoffe, ich fahre richtig. Shit, der macht eine Drehung. Was ist er denn jetzt? Oh Mann! Ich muss mich beeilen. Jetzt muss ich doch mal querfeld ein. Ich darf ihn nicht verlieren. Ich darf ihn nicht verlieren. Platz da! Okay. Vorsicht, Geisterfahrer! Hält der an? Okay. Haha, du entkommst mir nicht, mein Freund. Er ist über einem Trailerpark. Das ergibt keinen Sinn. Doch warte mal. Das ergibt absolut Sinn. Die Milizen aus Porny arbeiten für die Bloom Security. Und viele von denen leben in dieser Vorhölle. Und einer davon ist Sicherheitschef. Mit vollem Zugang. Ich kann's kaum erwarten. Erinnerst du dich an die Typen, die den Truck bewachen? Die gleiche Gang. Die Porny-Miliz besteht aus Prepper, Untergangspropheten, Regierungsgegnern und so. Typen wie mir. Die spielen also keine Spielchen. Kalte, tote Hände und mehr Mist in der Art. Okay, dann sind die nicht so gut auf mich zu sprechen. Hacken wir erstmal den. Also, einer von euch muss der neu ernannte Sicherheitschef sein. Der leider nicht. Ah. Vielleicht er hier? Leider nicht. Die haben alle schwache Kommunikation. Mist. Nochmal hier hoch. Wer bist du? Gut, der hat Potenzial. Und wer noch? Okay, wir haben einen, der hat Potenzial. Gib mir Option. Der da oben ganz sicher nicht. Der ist ein Scharfschütze. Gibt's hier noch irgendwo einen? Was ist mit dem? Kampfsportler, ist aber keiner. Mist. Ah. Sehr schön. Okay. Mehr als ein Schützenverein. Wir kontrollieren den halben Park. Ist das normal in Porny? Nichts ist normal in Porny. Seit Blum angefangen hat, Geld in dieses Loch zu pumpen, ist alles noch viel schlimmer geworden. Ich brauche eine Kamera in die andere Richtung. Ja, die ist nicht schlecht. Mist. Ah, vielleicht die. Mist, ich kann den nicht erfassen. Der steht hier irgendwo.
Na gut. Okay. Machen wir uns an die Arbeit, oder wie? Auf geht's. Entweder der oder der. Einer von denen ist es. Okay. Los geht's. Da ist der Erste. Der Getränkeautomat könnte ihn ablenken. Aber der kommt auch gefährlich nahe. Und der ist schwer gepanzert. Das ist kein gutes Zeichen. Ich suche mal nach Ablenkung. Schön langsam. Okay, wenn er zurückläuft, springe ich über den Zaun. Ich hoffe, es funktioniert. Jetzt! Komm! Mist, zu hoch! Komme ich nicht drüber. Verdammt! Ich dachte, es wäre so einfach. Aber da habe ich mich mal wieder getäuscht. Okay. Solange wir noch nicht entdeckt wurden, packen wir mal die Knarre aus. Kommunikation könnten wir stören. Wer hat mich gesehen? Der Heli. Mist. Die Kommunikation stören. Jetzt! Nichts Gutes. Okay. Sehr schön. Wir sind da. Zeit zum Ausschalten. Bye bye. Und Zeit zum Hacken. Scheiße, lass dir nicht. Probieren wir den anderen. Shit. Mist! Die ziehen schon wieder auf mich! Au! Fuck! Jetzt wird's eng. Jetzt wird's richtig eng. Ich glaube, ich schnapp mir jetzt das Auto. Und halt's hier durch! Wow! Ah! Fuck! Shit! Ah. Dieser verdammte Heli! Ah! Fuck! Ah, ja! Wie unfair. Oh Mann. Okay. Das mit dem Heli ist gar nicht so einfach. Aber wenigstens nicht von ganz Anfang. Okay, wir haben hier einen. Und wir haben da einen. Hier haben wir einen. Und da. Okay, eigentlich könnte ich hier in diese Gasse laufen und mich dort verstecken. Ich muss nur seine Kommunikation hacken. Okay, versuchen wir es. Der ist noch auf der anderen Seite. Jetzt! Und lauf! Kommunikation gestört! Jawoll! Verdammt! Sniper da oben muss ich erledigen. Hier ist auch einer. Gut. Zeit für meinen Stealth Kill. Erledigt. Was? Er sieht mich. Verdammt, wieso sieht er mich? Boah, das war knapp. Erledigt. Wir haben ihn gefunden. Mist. Ganz ruhig, wir sind ja da. Komm her. Schnauze.
Zeit zum Hacken. Oh. Oh, da kommen immer mehr. Da kommen immer mehr. Wow! Ja, ja. Meinst du? Ah, wow. Als Maul. Schnauze. Shit. Fuck. Oh, Granate. Oh, shit. Na, kommt her, ihr schwer gepanzerten Wichser. Ich mach euch alle fertig. Oder auch nicht. Oh, oh. Überraschung! Ich bin nicht kugelsicher hier. Die Deckung ist nicht kugelsicher, meinte ich. Was, da ist auch einer? Shit! Oh. Oh, ich, Mist. Oh. Okay. Kommt schon runter. Zeit zum Spielen. Ja, bleibt halt bei eurem Versteck. Dann komme ich euch eben holen. Ist mir auch egal. Komm, put. Oh, das ist echt scheiße. Woher wissen die immer, wo ich bin? Ich kann dich hören. Und zwar fluchen. Arschloch. Und tschüss. Seh dich. Warum muss ich eigentlich jetzt alle wieder töten? Ah, muss ich gar nicht. Ich könnte auch fliehen. Ach, das ist doch langweilig. Ich radiere euch lieber aus. Beschissene Gang. Das ist der Scharfschütze da oben. Der kriegt auch noch die Fresse voll. Ich habe das Ziel jetzt im Visier. Wow. Wo bist du denn? Hallo? Wow. Hä? Ach, da unten bist du. Komm her, Freundchen. Batz. Das war's. Der Abschaum ist erledigt. Jetzt haben wir Zugang zu Blooms HQ. Verdammt. Sorry, dass ich gezweifelt habe. Es gibt doch keinen Grund. Ich bin Realist. Hör zu. Ich programmiere einen kleinen Virus, der mich aus ihrem System löscht. Dann spaziere ich mit dem Zugang und deinem Virus bei Bloom rein. Sicherheitslevel? Oh, gute Frage. Man könnte sagen... Fett? Tja, dann muss ich sie etwas ausdünnen. Hast du ein paar ihrer Lieferungen verfolgt? Natürlich habe ich. Schick mir ihre Routen, dann machen wir ein bisschen Lärm. Okay. Auf geht's. Den Virus einschleusen. Junge. Der Wagen ist ganz schön störrisch. Ja, so komme ich nicht hin. Wie komme ich jetzt darüber? Doch. Doch. Die Jagd auf den sogenannten Rächer Aiden Pierce hat sich intensiviert. Die Polizei von Chicago hat Foto- und Videomaterial von dem Mann veröffentlicht, der die Stadt teilt. Für die einen ein Terrorist, für andere ein Held. Aber die Polizei und das Rathaus sind entschlossen, ihn dingfest zu machen. Falls Sie ihn erkennen, halten Sie Abstand, unternehmen Sie nichts. Rufen Sie die Polizei. Nicht gut. Die Bevölkerung wird gegen mich aufgehetzt. Oh Gott, das schaffe ich nicht. Aber egal, ich versuch's trotzdem. Oh. Ey, die Brücke ist ja noch nicht mal fertig. Schämt euch, Leute. Okay. Keine Sorge. Ich bin nur der Rächer. Der Rächer der Armen. Schön hier. Vorsicht. Entschuldigung. Arschloch. Ey. Nicht immer so ordinär, gell?
da ist er ja. Auf geht's. Ab nach oben. Oder nach unten. Wie auch immer. Hoffentlich komme ich so auf die andere Seite. Ah, Mist, sieht nicht so aus. Aber vielleicht mit dem Kran. Perfekto momento. Gut. Okay. Dann sollten wir uns nur jetzt wieder ein Auto besorgen. Ach, da steht ja schon eins. Sieht aus wie ein Rover. Nicht schlecht. Gangversteck. Ganz in der Nähe. Lass mal sehen, wo. Dachte ich mir. Auf der anderen Seite. Okay. Dann heben wir mal dieses Gangversteck aus. Wir müssen nur wieder rüberfahren. Oder? Ach, Mist. Ach, egal. Ist doch nicht ganz in der Nähe. Ich habe keine Lust, da jetzt hinzugehen. Ich bin gerade eben erst darüber. Jetzt habe ich keinen Bock. Vergesst das mit dem Gangversteck. Ja, Gott, langer Weg. Wir sind jetzt fast an unserer Mission. Das Gangversteck können wir ein anderes Mal machen. Aber wir müssen ja trotzdem in diese Richtung. Okay. Hier irgendwo hoch. Da führt keine Straße hoch. Ah, ja, ja, ist eine Kreuzung. Vorsicht, was ist das? Einbahnstraße oder was? Hoppala! Egal. Die Kleinstadt hier braucht keine Ampeln. Aha. Unaufhaltbar. Wir sowieso. Was ist das hier? Sprengstoffladen. Oh, warte mal. Ich muss mir ein paar Komponenten kaufen. Was geht ab? Hey. Ja. Ich brauche Komponenten. Ich nehme ein paar elektrische Teile. Oh, mach mal ganz voll. Perfekt. Gut. Danke. Na gut. Okay. Und dann können wir ja auch noch gleich basteln. Herstellen. Ah, hier, herstellen, herstellen. Ja, haben wir genug. Ein paar Granaten noch. Okay. Das war's schon wieder. Gut. Auf geht's. In die nächste Mission. Die Pony-Miliz arbeitet als Security für Blumen. Das heißt, wenn sie versagen, verlieren sie den Auftrag. Wenn ich dafür sorge, dass sie versagen, schicken sie mehr Männer. Damit wären weniger bei Blumen. Stimmt. Sehen wir uns die Route von Tibon an. Das ist ein ziemlich direkter Weg. Gibt mir eine Menge Möglichkeiten. Okay. Wir haben nicht viel Zeit. Stoppen wir den Konvoi. Ich habe ja extra Sprengstoff gekauft. Da könnten wir vielleicht sogar ein bisschen die Straße verminen, um sie aufzuhalten. Okay, ich folge erstmal der Route und schaue, wo ein geeigneter Platz ist. Ups. Ein bisschen vorausfahren sollte ich schon. Oh, ein Dampfrohr. Das ist gar keine schlechte Idee. Das Dampfrohr und mit dazu noch ein paar Minen.
das ist gar nicht mal so schlecht. Hep. Und hep. So. Jetzt gehen wir schön in Deckung. Und warten ab. Da kommen sie. Ich warte auf das Dampfrohr. Jetzt! Jawoll, ja! Aussteigen! Zeit zu sterben, meine Freunde! Okay. Okay, da kommen noch mehr. Wow, was hat der denn vor? Oh, ja, ist klar! Fress die Granate, mein Freund! Und gleich noch eine! Weil's so schön war! Du Drecksack! Okay, das war's. Woo! Viel Kabumm, aber ich hab's geschafft. Oh, jetzt habe ich mal die Waffe auch. Oh, die Goblin nehme ich auch noch mit. Kostet alles Geld. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Wir haben ein Fenster. Mann, hätte ich dich doch mal schon früher gekannt. Was wir alles erreicht hätten. Keine Sorge. Erreichen wir es in Chicago. Hast du deinen Virus schon fertig? Mehr oder weniger. Mehr oder weniger? Mehr. Es wird klappen. Glaub ich. Was soll das heißen? Ich gehe in die Höhle des Löwen. Sei nicht so dramatisch. Komm du an ihre Server. Das Teil funzt schon. Und du bist die Legende, von der Clara ständig faselt? Die was? Wer? Vergiss es. Yeah, man. Born to be wild. Voll die geile Harley. Okay. Bist du schon da? Okay. Auf geht's. Nein! Die Mission, nicht das Motorrad.